sieht ein Mann, er geht einsam am Strand und er hält ein riesiges Fernrohr in der Hand. Er trägt am Strand hier die allergrößte Bürde. Seine Tochter segelt draußen, draußen auf der Förde. Er geht betont lässig und doch auf den Zehen, denn so kann er sein Kind viel, viel besser sehen. Er ruft nervös, sie soll die Show aufführen, doch sie würde viel, viel lieber voltigieren. Er hat ihr Boot geputzt und hat ihr Segel gesetzt. Kind, nun hock dich rein und nun guck nicht so gehetzt. Er hat ihr Schwert poliert und ihren Gurt kontrolliert. Kind, nun setz dich rein und nun tu mal interessiert. Er hatte ihr wirklich alles erklärt, wie man zum Beispiel einen Nullstart fährt, wie man zum Beispiel eine Kreuz beginnt. Sie hat ihm gar nicht zugehört, sie ist ja noch kein Kind. Sie fährt fröhlich in ein Flautenloch. Ho, der Alte stöhnt verzweifelt, Kinder, sah man doch. Sie gibt an der Tonne, trotz Vorfahrt allen Raum. Der Alte denkt verzweifelt, Mann, das ist ein böser Traum. Er hat ihr Boot geputzt und an ihr Segel gesetzt. Kind, nun hock dich rein und umgeguckt, nicht so gehetzt. Er hat ihr Schwert poliert und ihren Gurt kontrolliert. Kind, nun setz dich rein und nun tu mal interessiert. Und das ganze Rennen mal kurz annullieren. Denn eins, das ist ja hier wohl jedem klar, meine Tochter fährt auf jeden Fall zur BMA. Er hat ihr Boot geputzt und hat die Segel gesetzt. Kind, nun setz dich ein und nun guck nicht so gehetzt. Er hat ihr Schwert poliert und ihren Gurt kontrolliert. Kind, nun setz dich ein und nun tu mal interessiert. Er hatte schon vorher seinen Kuli gewetzt, das Protestformular ist längst aufgesetzt. Denn verlieren, das hasste er mehr noch als Gift, und zum Sieg fehlte nur noch ihre Unterschrift. Er war richtig wütend, er war fast schon benommen, und sie ist vor Angst nicht an Land gekommen. Denn auf Titel war er total besessen, denn er war nie gut, war nicht mal Stadtmeister von Essen. Er hatte in seinem Leben wirklich alles ausprobiert, doch leider hat nichts so richtig funktioniert. So wurde er für die anderen zur dauerhaften Qual. Er selbst, er fand sich gut als Begleitpersonal. Er hat ihr Boot geputzt und an die Segel gesetzt. Kind, nun hock dich rein und du guck nicht so gehetzt. Er hat ihr Schwert poliert und ihren Gurt kontrolliert. Kind, nun setz dich ein und nun tu mal interessiert. Er hat ihr Boot geputzt und an ihr Segel gesetzt. Kind, nun hock dich ein und nun guck nicht so gehetzt. Er hat ihr Schwert poliert und ihren Gurt kontrolliert. Kind, nun setz dich ein und nun tu mal interessiert. Er hat ihr Boot geputzt und an ihr Segel gesetzt.